Was mir am Biathlonsport besonders gefällt, ist die Faszination von körperlicher Anstrengung, also Langlauf, und dann volle Konzentration beim Körper beim Schießen. Das zusammengemixt finde ich unheimlich spannend. Und wenn dann noch hauptsächlich mit Gewehren von Anschütz geschossen wird, ist das perfekt. Die Firma Anschütz in Ulm. Seit über 160 Jahren produziert sie Jagd- und Sportgewehre, die weltweit im Einsatz sind. Jochen Anschütz führt das Familienunternehmen in der 5. Generation. Im Biathlon-Bereich sind wir sehr, sehr stark. Da haben wir ca. 97% Weltmarktanteil bei allen Sportlern, die an den Weltcups oder Weltmeisterschaften oder dann Olympischen Winterspielen teilnehmen. Also schon ein ganz, ganz hoher, guter Prozentsatz. Das Geheimnis? Absolute Präzision und Perfektion bis ins kleinste Detail. Da muss jedes einzelne Teil super funktionieren. Insbesondere die feinmechanischen Teile, die wir einsetzen, gerade im Abzug oder im Diopter. Da kommt es auf sehr hohe Präzision, sehr hohe Genauigkeit an. Und da bei diesen Teilen setzen wir ISOC-Maschinen ein. Und das mittlerweile seit 15 Jahren. Durch unsere Teilevielfalt und die besonderen Anforderungen, die wir haben, haben wir eine Maschine gesucht, die die Sonderwünsche, die wir produktionstechnisch brauchen, auch umsetzen kann. Und bei der Firma ISOC hat es wunderbar geklappt. Interessanterweise aus meiner Sicht, jetzt als Anwendersicht, ist, dass es diese Maschine gar nicht gab, sondern speziell für uns entwickelt worden ist, mit den Zusatzfunktionen genauso, wie sie gebraucht haben. Effektive Maschinen auf der einen Seite, über 100 Mitarbeiter auf der anderen. Sie alle kennt Jochen Anschütz mit Namen. Bei uns steht an erster Stelle der Mensch. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass der Mensch heute nicht nur ein einfacher Produktionsfaktor ist, sondern er ist ein wichtiges Bindeglied für die Qualität, die wir benötigen für unsere Kunden. Und der Mensch spielt da eine unheimlich große Rolle, denn ohne den Menschen, das soziale Umfeld, die Interaktion hier im Haus, finde ich, ist das Leben nur halb so schön. Die Liebe zum Biathlonsport hat Jochen Anschütz übrigens von seinem Vater geerbt. Die Firma war so ein bisschen auch unser Zuhause, weil Firma, Familie, Wohnung, das ist alles so ineinander, miteinander eingeflossen. Da gab es keine richtige Abtrennung. Und so gehörte auch das Schießen schon früh zu seinen Hobbys. Ein Anschütz schießt, wenn er ein Gewehr in die Hand bekommt, sehr gut, ist sehr treffsicher. Weil ich von frühester Jugend schon mit einem Sportgewehr groß geworden bin, wenn wir unsere Firma mal zeigen dürfen, was wir machen, geht es meistens durch den Schießstand noch durch. Da bekommt eigentlich jeder mal ein Biathlon-Gewehr in die Hand gedrückt, darf ein paar Schuss abgeben und die meisten sagen, jetzt Anschütz, sind sie auch dran, und dann gebe ich meistens auch noch ein paar Schuss ab. Manchmal schaue ich, dass ich nicht treffe, ja, und manchmal schon aus Eigeninitiative schaue ich dann, dass ich doch ein bisschen besser schieße als unsere Kunden. Perfekt. Herr Rotgen, jetzt sind Sie dran. Das mache ich. Hobby, Betrieb, Arbeiten, Biathlon, das ist alles so ein fließender Übergang zwischen privaten und geschäftlichen. Und ich bin auch öfters auf der Biathlonanlage, spreche mit dem Trainer, guck mal, wie die Jugendlichen mit den Produkten von uns klarkommen. Gibt es Sonderwünsche? Können wir was machen? Die Interaktion wieder mit dem Sportler, mit den Menschen. Deswegen trifft man mich auch öfters in meiner sogenannten Freizeit auf der Biathlonanlage. Training, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Jochen Anschütz ist immer mit dabei. Man fiebert mit, man jubelt mit, man schreit mit, man ist voll in Action dabei. Und man kann sich auch anschließend mit den Sportlern unheimlich freuen über egal welche Platzierung. Muss nicht immer Gold sein, manchmal reicht es schon, wenn man ans Ziel kommt. Für sein eigenes Unternehmen hat Jochen Anschütz schon Ziele im Kopf. Für die Zukunft würde ich mich freuen, wenn das, was mein Vater nach dem Krieg mit meinem Großvater und der Familie wieder aufgebaut hat, was ich fortführe, dass ich letztendlich diese Firma Anschütz in die Hände meiner Kinder geben könnte, dass die Tradition und auch der Mensch bei Anschütz auch zukünftig eine große Rolle spielen wird.